Alexa, sag Kaffeemaschine Kaffeekrämer. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es natürlich nicht um Kaffee, sondern um die Amazfit GTS 2 Mini, die dank der Alexa-Funktion dir die Möglichkeit bietet, dass du dein Smart Home über die Uhr steuern kannst. Welche Funktionen sie außerdem noch hat, was ihre Stärken und Schwächen sind, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir starten mit den technischen Daten, werfen dann einen Blick in die Details des Gerätes. Ich zeige dir die Funktionen. Wir werfen natürlich auch einen Blick in die App. Ich berichte von meinen Erfahrungen und dann gibt es ein kurzes Fazit meinerseits. Kommen wir nun zu den technischen Daten der Amazfit GTS 2 Mini. Sie hat eine UVP von 84,90 Euro, ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 354 x 306 Pixel und einer Pixeldichte von 301 ppi. Sie ist ca. 20 Gramm schwer und hat eine Akkukapazität von 220 mAh, was für eine Laufzeit von ca. 14 Tagen ausreicht. Sie ist bis zu 5 ATM wasserdicht und mit verschiedenen Sensoren ausgestattet. Kommen wir nun zu den Details der Smartwatch. Im Lieferumfang enthalten ist neben einer Bedienungsanleitung, die auch in Deutsch mit umfasst ist, auch ein Ladekabel mit USB-Anschluss und einer Plattform, die dankenswerterweise auch auf andere Amazfit Smartwatches passt, wie zum Beispiel die Amazfit T-Rex Pro. Wenn dich das Video zu der Outdoor-Smartwatch interessiert, ich habe es hier oben rein verlinkt. Und dann natürlich auch die Uhr selber. Ich habe hier die rosane Variante, es gibt sie natürlich noch in verschiedenen anderen Farben. Und du hast hier ein quadratisches Farb-Touch-Display, das heißt, du steuerst das Ganze mit Touch und hast hier auf der rechten Seite eine Funktionstaste, mit der du ins Hauptmenü reinkommst bzw. zurück und die Möglichkeit, das Ganze als Schnellwahl zu belegen. Dazu sage ich gleich was. Das Gehäuse besteht zur Hälfte aus einer Aluminiumlegierung und aus der, die andere Hälfte aus Kunststoff. Auf der Rückseite findest du die Sensoren für zum Beispiel die SpO2 oder die Herzfrequenzmessung. Die Armbänder bestehen aus Silikon und sind relativ flexibel und auch sehr stabil. Du hast die Möglichkeit, das Ganze hier durch einen Schieberegler ganz einfach abzumachen und dann zu wechseln. Amazfit bietet auf seiner Internetseite auch tatsächlich Wechselarmbänder an und durch die vielen Löcher in dem Band hast du auch die Möglichkeit, das Ganze an so einem schmalen Handgelenk wie meinem zu befestigen, ohne dass die Funktionen beeinträchtigt werden. Ja, das war es soweit von dem Gerät im Detail. Ich zeige dir jetzt die Funktionen, insofern wir gehen weiter. Schauen wir uns nun zusammen die Funktionen der Amazfit GTS 2 Mini an. Ins Hauptmenü gelangst du über die Funktionstaste. Hier zeigt dir alles an, was es an Funktionen gibt, beziehungsweise du kannst das Ganze auch individualisieren, einmal in der Reihenfolge, aber auch an den Funktionen, die dir hier angezeigt werden. Und die GTS 2 Mini bietet eigentlich an Funktionen alles, was man im Moment so erwarten kann, von der PAI, also der persönlichen Aktivitätsintelligenz, was ein Wert ist, der sich berechnet aus der Herzfrequenz und deinem persönlichen täglichen Aktivitätslevel plus verschiedene andere Werte, wird dann ein Logarithmus durchlaufen und dann zeigt er einen Wert an. Und wenn du irgendwie 100 Punkte in der Woche sammelst, dann sorgt das dafür, oder soll das dafür sorgen, dass das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben minimiert wird. Du kannst deinen Puls und deinen Schlaf natürlich tracken. Du hast die Möglichkeit, ein Training zu starten, hier aus verschiedenen Sportarten. GPS ist mit am Start für alle Outdoor-Aktivitäten wie Laufen und Fahrradfahren. Das heißt, du musst dein Handy nicht mitnehmen. Du kannst den Trainingsverlauf dir anschauen. Hier ist es so, bei zum Beispiel Laufen hast du oben eine kleine Karte und dann kommen viele verschiedene Informationen. Einmal zum Laufen an sich, beziehungsweise halt zu deinen Gesundheitsdaten. Wie gesagt, die Steuerung funktioniert übers Touch oder über die Funktionstaste das zurück. Du hast SpO2 und Stresslevelmessung und ansonsten kannst du hier über mehr weitere Funktionen, die du nicht in das Hauptmenü gelegt hast, sehen, wie zum Beispiel Wetter oder die Alexa-Steuerung.
Auch hier mit am Start ist natürlich die Musiksteuerung. Das Schöne ist, du hast zwar keinen Offline-Speicher, das heißt, du musst dein Smartphone bei der Aktivität mitnehmen, aber während der Aktivität hast du weiterhin die Möglichkeit, die Musik zu steuern, vor, zurück, Pause, Play und die Lautstärke. Dieser Pomodoro-Tracker ist eine Funktion, die dafür sorgen soll, dass du eine Konzentrationszeit dir einstellen kannst und sobald die abgelaufen ist, vibriert die Uhr und du kannst eine Kamera-Fernauslösung aktivieren, sodass du irgendwie mehr Selfies aus der Weite machen kannst. Es gibt die Möglichkeit, Benachrichtigungen einzustellen. Bei Android ist es so, dass Emojis unterstützt werden und zwar in Farbe, nicht alle, aber viele. Und wenn du von oben nach unten runter wischst, kommst du nochmal in so ein Kurzwahlmenü, wo du Do Not Disturb-Modus anschalten kannst. Aber auch so Sachen wie Zifferblatt und auch das Thema Einschalten der Uhr beim Arm anheben. Und hier unter diesen Einstellungen hast du die Möglichkeit, Shortcut-Apps einzustellen. Das sind die Apps, die du hast, wenn du vom Haupt-Watch-Face, sage ich mal, nach links bzw. rechts wischt. Hier ist die Möglichkeit, diese Funktionstaste einzustellen und das Thema der Vibrationsstärke. Das hier sind diese Shortcuts, die ich mir festgelegt habe. Wetter, PAI, Alexa und der Stress. Und ansonsten kannst du auch das Display sperren, aber das ist nur für Benachrichtigungen. Das heißt, bei zum Beispiel Aktivität oder auch beim Duschen ist das Display weiter an und kann bedient werden oder wird bedient. Gerade beim Duschen ist das ja schon wichtig. Und ansonsten ist es so, dass GPS mit am Start ist. Wie gesagt, für Outdoor-Aktivitäten, für Indoor-Aktivitäten natürlich nicht. So viel zu den Funktionen bzw. zu den wichtigsten Funktionen der Amazfit GTS 2 Mini. Ich hätte gesagt, wir gehen weiter zur App. Werfen wir zusammen einen Blick in die App. Die Zap-App ist das, was du dir runterladen musst, sowohl für Android als auch für iOS. Und wenn du das Ganze startest, ich habe das hier jetzt auf einem Android-Handy, dann gelangst du auch direkt schon auf die Startseite, wo du deine ganzen Informationen in der Kurzansicht findest. Und wenn du mehr Informationen darüber haben willst, dann klickst du einfach drauf und kannst dann so nach unten scrollen und sehen, was so im Detail sich dahinter verbirgt. Bei dem Thema Gesundheit oder unter dem Reiter Gesundheit kam mit dem letzten Update eine große Veränderung, denn hier wurde einfach aufgeräumt. Viele Sachen waren doppelt, also einmal im Reiter Gesundheit, einmal im Reiter Profil. Wenn du schon mal eine Zap-App benutzt hast vor dem Update, kennst du das ja. Hier haben sie aufgeräumt und du findest wirklich nur noch die Daten, die jetzt irgendwie im Thema Gesundheit mit reinspielen, Ziel, Werteinstellung und die Sportarten oder die Aktivitäten, die du als letztes gemacht hast. Und unter Profil findest du dann zum einen dein Gerät, hier dann mit der Ansicht deines aktuellen Watchfaces und deine Akkukapazität. Unter Shop findest du die ganzen Watchfaces, die du dir kostenlos runterladen kannst und auch individuell erstellen kannst. Du hast die Möglichkeit, App-Benachrichtigungen, Anrufeinstellungen, Benachrichtigungen zu tätigen. Hier ist es unter Android in dem Sinne besser, dass du die Möglichkeit hast, deine Apps, die du auf dem Smartphone hast, einzeln aus- bzw. abzuwählen für die Benachrichtigungen. Unter iOS ist es so, du kannst nicht einzeln auswählen, sondern du kannst nur sagen, ich möchte Benachrichtigungen, ja oder nein. Ansonsten hast du auch hier die Möglichkeit, deine App-Liste der Uhr zu verwalten. Das ist das Hauptmenü. Hier sowohl hin und her schieben, also Reihenfolge ändern, als auch Sachen löschen. Wenn du das Ganze dann speicherst, wird mit der Uhr synchronisiert und dein Hauptmenü passt sich an. Und bei dem Thema Alexa, hier ist es so, du brauchst keine eigene App für Alexa auf dem Smartphone, sondern du meldest dich einfach in deinem Amazon-Konto in der Zap-App an und dann ist Alexa auch schon integriert und du kannst sie nutzen. Und ansonsten kannst du im Reiter Profil verschiedene andere Sachen machen, wie auch die Systemaktualisierung. Was die App an sich angeht, muss ich sagen, ich muss mich erst an diese ganze Farbe
und bunt und dunkel und Neuerungen gewöhnen. Mir persönlich hat die alte App mit den Farben etwas besser gefallen. Ich finde natürlich das Aufgeräumte viel besser als vorher, aber nichtsdestotrotz meine persönliche Meinung, die Farben von der letzten Version waren besser. Wenn du die Zap-App vor dem Update auch schon kennst, schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du die jetzige oder die vorherige Version besser findest. Und ansonsten war es das von der App und wir gehen weiter zu meinen Erfahrungen. Kommen wir nun zu meinen Erfahrungen mit der Amazfit GTS 2 Mini. Ich bin wirklich beeindruckt von der Integration von Alexa, denn bei mir hat sie wirklich gut reagiert und nur in den seltensten Fällen musste ich das Ganze wiederholen, egal ob das die Anfrage des Wetters oder auch die Bedienung der Kaffeemaschine war. Alexa hat das meistens im ersten oder beim ersten Mal sagen auch ausgeführt. Du bekommst keine akustische Rückmeldung, sondern nur eine optische, was ich aber bei dem Preis völlig in Ordnung finde, denn es ist kein Mikrofon verbaut. Das heißt, wenn du nach dem Wetter fragst, wird dir einfach der Wetterbericht angezeigt, ist aber wie gesagt völlig in Ordnung. Was bei mir auch gut funktioniert hat, ist das Thema Schlaftracking. Bei mir waren Einschlaf- und Aufwachzeiten sehr nah an der Realität. Und durch die neue Version der Zap-App hast du jetzt auch die Möglichkeit einzusehen, wie deine Atemqualität während des Schlafens war. Ist für mich ein Nice-to-have, brauche ich nicht unbedingt, aber es ist eine weitere Funktion in der App und insofern, ja, Nice-to-have. Was ich auch gut finde, ist das Thema Musiksteuerung. Zwar kein Offline-Speicher, deswegen muss ich das Smartphone während der Aktivität mitnehmen. Aber ich habe einfach die Möglichkeit, das Smartphone in der Tasche zu lassen und über die Uhr die Musik zu steuern. Vor, zurück, Pause, Start und auch die Lautstärke. Das hat bei mir auch super funktioniert, immer reagiert. Und wenn ich mir andere Uhren anschaue, auch höherpreisige, ist diese Musiksteuerung während der Aktivität gar nicht so normal. Insofern hier auch ein Pluspunkt. Was Benachrichtigungen angeht, ist es so, dass sowohl unter iOS als auch unter Android dir bei Anrufen angezeigt wird, wer dich anruft. Und du kannst den Anruf entweder ablehnen oder stumm schalten. Wegen des fehlenden Mikrofons kannst du den Anruf eben nicht annehmen. Und bei iOS und Android werden auch Emojis unterstützt. Das heißt, hast du eine Nachricht oder bekommst du eine Nachricht mit Emojis, werden die in Farbe angezeigt. Nicht alle, aber die meisten. Was bei mir auch noch durchwachsen war, ist das Thema GPS. Das Tracking meiner Laufzeit und Strecke. Hier ist es so, ich track das Ganze immer parallel mit der Apple Watch Series 6. Warum mit der? Weil in einem Vergleich mit einer Lauf-App gezeigt hat, dass die Apple Watch Series 6 hier am genauesten ist und deswegen nehme ich die immer als Vergleich. Und hier hat die Amazfit GTS 2 Mini einmal sehr gute Daten geliefert, indem sie nur 10 Meter Abweichungen hatte, aber auch relativ für mich zumindest schlechte Werte mit einer Abweichung von 180 Metern bei einer Strecke von knapp 4 Kilometer finde ich das schon enorm, gerade weil ich jemand bin, der mit den Uhren auch meine Laufwettkämpfe trackt und da sind 180 Meter einfach mal was ganz anderes als 10 und deswegen für mich durchwachsen und nicht ganz geeignet für so Tracking. Wenn dir das natürlich egal ist, weil du sagst, naja, mir kommt es gar nicht so auf Wettkämpfe an, sondern einfach nur auf meinen auf das Tracken meiner Strecke und dass ich das angezeigt bekomme, dann ist das alles fein und die Uhr macht genau das. Sie hat keine Ausfälle im GPS und insofern hier mein persönliches Problem, nenne ich das Ganze mal, dass das GPS sehr durchwachsen ist. Ansonsten bietet die Uhr auch ein gutes Tragekomfort durch diese leichten Materialien, die verbaut wurden, vergisst man die Uhr relativ schnell. Und sie liegt gut auf, insofern auch das ein Pluspunkt. Und das war's zu meinen Erfahrungen. Wir gehen weiter zum Fazit. Kommen wir nun zu meinem Fazit zur Amazfit GTS 2 Mini. Wann, glaube ich, ist die Amazfit GTS 2 Mini für dich eine geeignete Smartwatch, wenn dir folgende drei Punkte besonders wichtig sind? Zum einen die Alexa-Integration und dass Alexa auch gut funktioniert. Zum anderen das Thema Musiksteuerung während der Aktivität, wobei es dir egal ist, ob du das Smartphone dabei hast. Und wenn dir es generell wichtig ist, dass eine Smartwatch GPS hat, dann glaube ich, könnte die Amazfit GTS 2 Mini durchaus eine Smartwatch für dich sein. Wann, glaube ich, ist die Amazfit GTS 2 Mini keine Smartwatch für dich? Da auch wieder meine drei Punkte. Zum einen, wenn du sagst, du möchtest mit der Smartwatch telefonieren,
Ist dir aber auch wichtig, ist, aus welchen Materialien bzw. dass die Smartwatch aus hochwertigen Materialien hergestellt ist und du deswegen eher ein höheres Gewicht in Kauf nimmst. Und wenn du sagst, ich möchte mein Smartphone bei der Aktivität immer zu Hause lassen und deswegen ist es mir wichtig, dass ich einen Offline-Speicher habe, mit dem ich einfach meine Musik während meiner Aktivität ohne das Smartphone trotzdem hören und steuern kann. Die weiteren Funktionen der Amazfit GTS 2 Mini habe ich dir bereits vorgestellt. Wenn du Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und mit der kleinen Glocke verpasst du keine Videos mehr. Ich sage bis zum nächsten Mal.